Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Jetzt hatte ich beinahe schon wieder 3 gesagt. Mit mir, Wolfram Kabit. Ja, wir sind hier im Nilfgaardischen Lager. Ne? Schnur, okay. Ne, man kann nicht mehr. Okay. Da hing gerade die Steuerung, warum auch immer. Okay, und wieso genau stehst du da im Boden? Warte mal. Aus dem Weg! Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate baden? Möglich. Warum starrt er mir so auf mein Gemächt? Ist groß, ne? Hast noch niemals vom Hexer gesehen, ne? Ist klar. Disziplin, ja. Die fehlt euch. Sagt der Mann, der im Boden steht. Okay, das scheint hier sozusagen deren Lazarett zu sein, ne? Jo. Wisst ihr eigentlich, wofür die immer diese komischen Schnabelmasken getragen haben? Im Schnabel war in dem Sinne ein Luftfilter. Oder sagen wir mal, etwas, was die Luft filtern sollte, damit die sich nicht anstecken. Und halt auch die Augenzwecksreduktion der Tröpfcheninfektion. Und deswegen laufen die Ärzte im Mittelalter mal diesem Schnabelmasken rum. Okay, der putzt. Macht der hier? Kotzt der? Der kotzt, okay. Und der da oben, der hat einen Spannometer. Wen beobachtest du denn? Nordmännische Frauen beim Baden? Ja? Okay, tut er. Kann man über die Brücke eigentlich drüber? Ist nur mal so rein theoretisch. Okay, da jetzt nicht. Kann ich springen? Ja, Quatsch nicht. Fenster und übel riecht. Beruhige dich, Nordling. Da war Springen. Ja, es war knapp. Sprinten ist A halten, okay. Na, da geht's nicht rüber. Definitiv nicht. Kann man hier irgendwas looten? Hexersinne. Linker. Na, hier ist nicht so weit. Gut, was haben wir denn da? Du bist gerade dabei, irgendwann etwas zu stehlen. Okay. Nilfgaardische Garnison. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate warten? Ja, definitiv. Halt, Plötze. Wo ist er? Da. Essen müssen wir nix. Wir sind soweit ganz gut konditioniert. Schneller. Okay. Was machen wir überhaupt gerade? Ich werde dich auspeitschen. Wenn jemand peitscht, bin ich das. Und zwar mit meiner Hexerpeitsche. Verstehst? Wo muss man denn hin? Frage nach Jäger. Nach den Jäger? Frage nach den Jäger? Oha, bitte. Den Jägern oder dem Jäger, wenn überhaupt? Nach dem Fundort. Was ist los? Oder? Frage den Jäger? Doch, ist richtig. Was rede ich da von Unsinn? Frage die Jäger, ja. Oder den Jäger. Ja, das passt. Hatte ich gerade einen Brainfart. Einen gewaltigen. Halt! Das klingt schon wie so eine Nebenquest hier. Nehmen wir es an. Ach, was soll's. Haben wir ja Zeit mit dem Let's Play. Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf! Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nur davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex und so. Der Typ, ne? Der hat das männlichste Gesicht überhaupt. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber.
Gewirr, Geschlürfe, etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Okay. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Ich habe dafür keine Zeit. Gut, ich suche nach der Schachtel. Ja, wir suchen gut, nach der Schachtel. Ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Kostbare Fracht. Quest verfolgen. Ja, machen wir später. Erstmal fragen wir den Jäger. Los, los. Oh, so. Beweg dich. Okay. Strange. Irgendwie hatte das Pferd gerade so einen Rechtsdrall. Und ich konnte nicht lenken. Okay, das sieht hier irgendwie so nach dem... Ja, so viel zum Thema automatische Wegverfolgung. Okay, die kloppen mir Steine. Wir hätten da lang gemusst. Okay, das scheint die Kräuterhexe zu sein. Hey, absteigen, nicht springen. Wo ist denn die Tür? Das ist eine Tür. Der ist. Störig? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die... Rote Blüte? Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Ich brauche Kreuzdorn. War das der Greif? Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Könntest ein Loch reinbohren. Ich töte den Greif, dem würde es keine Opfer mehr geben. Ich könnte versuchen, ihr zu helfen. Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, einen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Ich brauche Kreuzdorn. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter Saar so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Milfgard mag Ordnung, Hauptmann Peter liegt wirklich etwas daran. Ja. Kaiser M. hier dürftet ihr egal sein, aber diesem Hauptmann nicht. Der kommt mir anständig vor. Es gibt keine anständigen Männer in der Armee, nur Befehle. Du ja und nein. Nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit, zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Okay. Gibt es hier noch irgendwas zum Einsammeln? Hexersinne. LT. Ja, da ist eine Tür, das sehe ich. Halt, was gibt's da? Anzünden. Just for the lulz. Okay, gegen Vampire musste sich nicht rüsten.
Oh, oh, oh. Da habe ich noch was. Ja. Kerzen. Ja, Mann. Kerzen. Oh, ja. Kerzen sind genau mein Ding. Ein... Sonst noch was hier? Nö. Hier vielleicht. Ich glaube, diese Pflaumen lassen meinen Namen. Ach, hier ist noch ihr Garten. Okay, okay, okay. Das sind auch Beete. Auch so felsigen Untergrund. Okay. Was heißt die Banane? Bäuerin. Warum habe ich Banane gelesen? Oha, Blödsinn. Schneller. Ja, weiter geht's. Na, Sterben einstellen. 16.57 Uhr, klares Wetter. Krähenauge, okay. Ist ja etwas, so rumliegt. Taucht auf wie eine Furzblase im Wasser. Was? Das ist ein Vergleich. Gute Frau, geht sie nach Wysima? Ah, das ist der Jäger, der hat natürlich... Langsam. Direkt ein Tierfell vor der Haustür stehen. Aber ich glaube, was mich hier gerade am meisten nervt, sind die Benachrichtigungen von Autoloot. Aktiviere Benachrichtigungen, nutze Plünderungston. Nutze Benachrichtigungskopf. Nutze Bilder. Nutze Beschreibung. Anzeige zeigt Sekunden. Das können wir, glaube ich, auch ganz klein machen, oder? Oder mal 2 Sekunden drin. Bevor wir sie ganz ausschalten. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Ja, dann hoffen wir. Okay. Im Kleinen sieht das ja gar nicht mal so schlecht aus. Also, besser als wenn das einfach so riesig und aufdringlich ist. Okay. Ah, da. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Ah, okay. Wir folgen der Spur. Dieser Fischaugeneffekt ist aber auch ein bisschen... Bäh. Pferde herbeirufen? Ja, ja, das wissen wir doch. Tobi sollte mal die Tutorials... Ah, da ist er doch. Bist du Mislav? Psst. Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe. Gefährlicher als Wölfe, bitte. Ja. Hunde gefährlicher als Wölfe? Wohl kaum. Es stimmt. Weißt du warum? Nein, aber du wirst es mir wohl sagen. Weil die Menschen angreifen? Wölfe jagen, um zu fressen. Wilde Hunde töten zum Vergnügen. Genau wie Menschen. Ja, sie haben viel von uns gelernt. Warum nicht auch Grausamkeit? Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarda, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Das ist ganz schön windig da. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Das sollte doch eher die Stahlklinge sein, es sind Hunde. Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert. Zu spät. Noch ein Angriff. Aua. Verlieren wir den Mann.
Aua. Autsch. Nein, nein. Und ich drück und drück und drück auf Springen, auf Springen, auf Springen und nichts passiert. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten habe ich ausgewählt. Vergewaltigen Frauen, erwürgen sie, töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen, nicht mehr. Und die Streuner bilden da Hunde. Sie sind ausgehungert, nur Fell und Knochen, dazu räudig. Aber sie sterben einfach räudig. Weil sie schlau sind, schlauer als Füchse. Und Menschen leidenschaftlich hassen. Ist das so? Der ist doch der Erste. Noch ein Angriff. Person sieht ziemlich tot aus. Jo, ist er. Dieter. Du kennst ihn? Jetzt nicht mehr. Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Es war wovor? Na, sagen wir erstmal... Ne, wir suggerieren, dass wir uns für ihn interessieren, damit er uns wohlgesonnen ist. Für ihn mehr Informationen und eine Antwort. Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Hast du zwei Penisse oder was? Ich bin selbst ein Sonderling. Ich bin auch ein Sonderling. Ja, aber von anderer Art. Wenn es Lykanthropie ist, kann ich helfen. Was? Lykanthropie, Werwölfe. Ich hatte schon einige Fälle. Meistens ist es ein schlichter Fluch, der... Florian, der Sohn des Herrn und ich liebten uns. Dieter hat uns im Stall überrascht. Mich haben sie verjagt. Florian hat sich aufgehängt. Der Herr begann das Saufen und das Gut verfiel. Jetzt weißt du es. Ja, gut. Einfach nur ein Hinterlader, ist auch okay. Es tut mir leid. Ach, ist schon lange her. Ich wollte dir zeigen, wo ich die Nilfgaarder gefunden habe. Komm. Ja, komm, dann zeig uns mal die Nilfgaarder. Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Sehe ich. Mich hört und sieht kein Greif. Sehe ich gerade an den Rehen, wie dich hier keiner sieht und hört. Ich mag dieses leicht... Ja... Diese traurige Musik im Hintergrund. Oh ja, das sieht blutig aus hier. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Ich komm schon klar, nicht zu trauern. Sie waren Nilfgaarder. Ich komm schon klar. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Jetzt Weidmanns Heil. Oh, ein schwarzer Hirsch. Okay, das heißt, wir sollen hier mal wieder ein bisschen scannen. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Gestört ist lieb umschrieben. Schwarz, gesättigt mit Blut.
Ein Lager? Ja, einfach so um nichts feiert es sich schlecht, um Feuer feiert es sich besser. Gut, wir brauchen Plätze. Plätze kriegen wir mit linken Stick zweimal drücken. Also doch. Ey. Ich komme da echt noch nicht so ganz drauf klar, dass ich hier quasi mit beiden Sticks, Beweg dich. Ja, mit dem einen die Bewegung mache und mit dem anderen quasi die Kamera führe. Das ist bei mir schon was länger her, dass ich mal mit dem Controller gezockt habe. Das ist eigentlich das, was man so... Ach, das war direkt um die Ecke von ihm? Ja, nee, ist klar. Das sind eigentlich so Sachen, die, die man so mit Maus und Tastatur so nebenher macht, diese koordinierte Steuerung. Und hier ist es einfach komplettes Neuland für mich mal wieder. Also Neuland jetzt nicht, aber ne, ihr versteht schon. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und Markt. Okay. Ja, die Hütte ist ja auch gut hier. Da kannst du direkt aufs Dach springen von hier aus. Okay, ich muss ins Wasser. Machen wir das doch. Halte A, um schnell zu schwimmen, okay. Tauchen mit X. Muss ich den jetzt unter Wasser manuell einsammeln? Okay, ja, dann können wir ja wieder nach oben. Schnell schwimmen, auftauchen, B, okay. Ne? Einmal aufsatteln. Ja, und dann haben wir auf schnellsten Weg mal wieder zurück auf die... an die Ecke von dem Greif da. Drum, 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 drum. Hasenfell, okay. Nicht so schnell, Plätze. Nicht? Weiter so, Plätze. Und einmal absteigen. Okay, die hat kackt braune Augen. Ich hatte irgendwo mal gesehen, irgendwie so im Augenwinkel in mich zu... Ich meine mich zu entsinnen, die hätte mal rote gehabt. Okay, da ist noch was. Hm. Diese Spuren sind älter und tiefer. Schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Ja, die scheinen wohl irgendwo hergekommen zu sein, ne? Okay. Gehen die hier weiter? Die gehen da weiter. Okay. Okay, wir müssen offenbar da hoch. Und irgendwie darüber. Wow. Sprinten. Hep. Okay, hat gepasst. Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Hm. Ein langsames Sterben. Knochen, Pferd, Hund, Mensch. Einige Monatsvorräte. Ja, und da liegt ein toter Greif. Wahrscheinlich zwei, hä? Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Okay.
Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Ja, da waren sie offenbar nicht so unsmart. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Artbestimmung. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Waren das nicht die ganz Bösen? Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Vesemir reden. Okay. Sprich mit Vesemir. Sollten wir dann mal zu Vesemir reiten. Ist hier noch was? Ich meine, der sitzt hier so rum. Los, los! Gehe ich jetzt der Wegfindung? Folge ich jetzt dem... Okay, ich folge einfach dem Pfad, der führt da schon irgendwie hin. Hä, was? Oha. Charakter. Nee. Na toll, okay, die Meldung... Nein, jetzt... Setz die Meldung weg. Kampfvorbereitung. Unterschätze niemals seinen Gegner. Diese Regel ist aus gutem Grund das Kernstück des Hexerkodex. Angemessene Vorbereitung hat schon manchen Hexer das Leben gerettet. Solltest dir Tränke und Öle brauen oder Handwerker aufsuchen, ehe du dich in den Kampf stürzt. Bei Waffenschmieden bekommst du Schwerter, während Rüstungsschmieden Rüstungen anfertigen. Ja, das ist it's kind of obvious. Vor starken Gegnern solltest du einige Nebenquests abschließen, damit du... du Erfahrung gewinnst, deinen Charakter weiterentwickeln kannst, um deine Chancen steigerst, den Kampf zu gewinnen. Okay. Ah, endlich ein Weg. Anschlag, okay. Ja, das kennen wir doch auch schon. Komm schon. Okay. Ach, der sitzt immer noch hier drin. Schon gut. Dieser Bojan. Wagt er sich bald her, um sein Getreide zu inspizieren? Wozu? Es ist noch lange nicht Erntezeit. Hallo, ja? Vesemir. Was ist denn, Wolf? Ich habe den Vertrag für den Greifen angenommen. Wir sind jetzt seit einem Hahnbär unterwegs. Ja, quatschen wir erstmal drumrum. Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Borune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Aber auch nur fast. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte, wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich habe ein paar Informationen über den Greif. Kreuzdorn habe ich schon. Ich habe den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen?
Ich habe ein paar Informationen über den Greif. Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Zeit für die Falle? Ja. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Alles klar. Bereite dich auf den Kampf gegen den Greifen vor, indem du den Trank Donner herstellst. Okay. Das machen wir aber wenn in der nächsten Folge. Denn das war The Witcher 3 mit mir, Wolf und Kabit. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder und denkt dran, like, share, subscribe, hilft mir weiter. Bis dann, ciao, ciao.